Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir mit digitalem Papier von Luise Heinzel einen Tag gemacht. Und beiden, also ich habe den nicht gemacht, sondern ich habe das Papier ausgeschnitten und habe ein etwas dickeres Papier und habe das von beiden Seiten halt jetzt beklebt. So. Und beim Kleben habe ich gedacht, okay, da kannst du das drauf machen, das drauf machen, das drauf machen. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, was du noch nie gemacht hast, du hast noch nie Serviette auf den Tag geklebt. Da habe ich gedacht, das können wir ja mal ändern. Denn ich bin nämlich gerade dabei, ich brauche unbedingt ein paar Tags für neue Projekte, für laufende Projekte und so weiter und so fort. Ich habe hier auch verschiedene Größen, weil wenn ich irgendwelche Tags zusammenschneide, dann erfolgt das meistens frei nach Schnauze. Oder aber ich mache mir einen, der mir gefällt, und den nehme ich dann als Maß. So, ja, und dann Stichwort Servietten. Ich habe euch in einem Servietten-Video mal erzählt, dass ich unheimlich viele Servietten habe und dass sie liegen, liegen, liegen. Ich mache ab und zu mal ein Servietten-Video, weil ich mag das eigentlich sehr gern. Ich frage mich auch, warum ich die nicht öfter mache, aber schauen wir mal. So, jetzt machen wir erstmal das. Und jetzt habe ich gedacht so, ja, du hast ja jetzt so Servietten mit riesen Blumen, die dann zum Beispiel in einem Art Journal, was relativ große Seiten hat, halt auch gut ankommt, also gut aussieht. Und was mir dann halt sehr gefällt, da ist halt Platz und so. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt ist so ein Tag, ich nehme jetzt mal einen größeren. Ja, komm her. So. Der ist zwar nicht klein, aber hat natürlich nicht die, die Größe eines einer Seite in einem Journal. So. Oder als Bild oder whatever. Und jetzt habe ich mir gedacht, aber du kannst doch einfach Teile nehmen. Und dann habe ich gedacht, ich habe sehr viel gedacht. Nimm doch mal Servietten, die gemustert sind. Ich habe zum Beispiel hier eine Serviette, die fand ich auch total cool. Man kann sich ja sowas locker auch selber machen. Aber ich hatte sie gesehen und mir hat sie gefallen und da habe ich sie mit in den Einkaufswagen getan. Und da habe ich gedacht, ja, zum Beispiel hier so ein Stück, warte, ihr könnt das gerade nicht sehen, hier dieses Quadrat, ne? Da ist ja einfach ein Hintergrund, wo jetzt nur in Anführungsstrichen Farbe ist, und da ist man natürlich dann relativ frei, aber hier würde ich zum Beispiel, habe ich mir dann auch überlegt, dann hier zum Beispiel dieses Teil raustrennen und dann draufkleben, oder aber ich muss mal gucken, wie das gemustert ist, und mach das so, dass ich dieses Grüne mit drauf kriege und so weiter und so fort. Was mich dann aber, oder das hier ist auch schön, das sind alles schöne Sachen, das gefällt mir dann auch, aber dann habe ich bei der Umsetzung, hatte ich dann schon mal so, dann hatte ich das so in der Hand, und wenn ich das jetzt in so ein Art Journal mache, ja, was machst du denn dann dabei und was für ein Hintergrund oder kein, und ne, also all solche Probleme. Aber das Schwierigste, sage ich euch ganz ehrlich, war für mich im Art Journal das. So das als Hintergrund nehmen, da habe ich gedacht, ja, das ist so viel, ne? Wenn ich jetzt so eine ganze Seite oder Doppelseiten, wie ich sie ja meistens mache, das da reinklebe, dann wird das ja quasi, wenn man sich das so ansieht, wird es ja quasi erschlagen. Die Seite wird erschlagen, in meinen Augen. Das ist einfach zu viel Muster. So, und da habe ich gedacht, ja, aber auf dem Tag wäre das ja nun auch nicht anders. Und dann ist mir aber die Idee gekommen, dass, wo ist denn jetzt der Tag da? Wenn ich das jetzt hier so drauf, komplett drauf mache,
Dann könnte ich da aber, habe ich mir dann überlegt, im Innenteil einfach weiße Farbe oder Gesso oder was draufpacken und rechts und links und Quatsch, nicht rechts und links, sondern von der Mitte aus dann ja, einfach Sachen draufkleben, die mir gefallen, die zu diesem Blau dazu passen. So, und das will ich heute machen. Und ich glaube nicht, dass ich hier diese ganzen Servietten mit euch bekleben werde, aber wie mit diesem in Anführungsstrichelchen schwierigen Teil, fangen wir mal an. Ich habe die Servietten, die ich jetzt hier so rausgesucht habe, mir schon so ein bisschen vorher angerissen, so dass wir die weißen Seiten relativ leicht lösen können. Ich mache das aber trotzdem einzeln, damit die bloß nicht kaputt geht. So. Und die hatte ich hier schon mal irgendwie in, was weiß ich, in blaue Farbe getunkt. Frag mich nicht wie. Ich hatte sie wahrscheinlich irgendwie auf dem Tisch liegen. Egal. So. Jetzt haben wir die weißen jetzt erstmal weg. Die müsst ihr natürlich immer schön aufheben, weil da könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr etwas, was ich auch toll finde, so mit irgendwas Text bekleben und dann so eine weiße Serviette, so, also natürlich dann nur eine Seite, da drüber. Und es gibt im Ganzen dann so einen Schleier. Und wenn erhaben, also so Dinge dann hervorstehen, dann kann man die ja, so umranden und das kommt dann auch besser zur Geltung. Also solche Sachen, so stelle ich mir das vor. So, jetzt packen wir das erstmal auf Seite und die Servietten türmen wir jetzt auch erstmal weg. Also die werden wir gleich hier ein Teil auf jeden Fall auch verwenden. Und diese blaue. Die habe ich jetzt bei Aldi entdeckt. Die hat mir auch direkt gefallen mit der Blume. Da will ich bestimmt auch im Art Journal was machen. Mit dem Blau, das finde ich ja schon mal gut. Also ihr merkt schon, ich mag Blau. Und jetzt kleben wir aber erstmal die Serviette drauf. So, was ich mir jetzt gerade überlege, soll ich denn jetzt das direkt doppelt machen? Ich würde sagen, ja, ne? Jo, mache ich auch. So. Ja. Ich benutze zum Kleben eigentlich alles Mögliche. Ich habe hier Klarlack auf Wasserbasis. Das habe ich in einer großen Flasche, 1 Liter Flasche, habe ich das irgendwo mal günstig gekauft. Und ich fülle mir das dann auch immer meistens ab. Genauso wie Gesso. Diese großen Teile, diese großen Flaschen, wenn ich die jetzt hier alle noch auf meinem Tisch hätte, also das würde mich dann so leicht, glaube ich, verrückt machen, weil das ist dann einfach zu viel. Ich fange jetzt auch, ich habe ja jetzt, das sind Flaschen vom Haarefärben, die habe ich jetzt schon weiter noch gesammelt, weil ich will jetzt auch, ich kaufe halt auch mal große Tuben mit Farbe und da fange ich jetzt dann auch an, die Farben in diese Flaschen umzufüllen, weil das ist einfach, diese Fläschchen, die sind einfach für solche Sachen, finde ich die genial. So, dann fangen wir jetzt mal an. Ein Pinsel brauche ich. Plim, plim, plim. Dann nehmen wir den mal. Hier so einen alten, abgeranzten. Ja. So. Und das muss auch jetzt nicht zu viel sein, sagte sie und packte 1 Kilo drauf. Nein, Quatsch. So. Jetzt machen wir erstmal die Seite. Husch. So. Und dann drehen wir das Schätzchen um und schon haben wir die erste Seite geklebt. Jetzt die zweite.
Jawohl. So. Den Pinsel packe ich jetzt noch nicht ins Wasser. Ich zeige euch auch gleich warum. Denn ansonsten packe ich die Pinsel immer sofort ins Wasser, mache die sofort sauber, weil verklebte Pinsel sind natürlich jetzt nicht so toll. Ne? So, das klebt ein bisschen am Papier. Da hat sich jetzt direkt schon was gelöst. Na super. Egal, fällt gar nicht auf. So, jetzt haben wir hier so leichte Falten. Aber das macht nichts, wenn er trocken ist. Ja. So, na, das sieht doch hübsch aus. Ich merke auch gerade, ich werde das nämlich so machen, dass ich jetzt einfach erstmal ein paar Tags beklebe mit Serviette. In der Zwischenzeit können die schon mal so ein bisschen vor sich hin trocknen. Und Karin, reden nicht vergessen, dann können die trocknen und dann können wir die gleich direkt zusammen weiterverarbeiten. So, ich löse die Serviette jetzt, die überstehende Serviette, das mache ich nicht erstmal nicht mit der Schere, sondern mit einem Wassertankpinsel. So. Und da gehe ich ruhig noch mal drüber. Zack. So. Und dann kann ich das nämlich so, zack, wunderbar lösen. Und das, was dann übersteht. Wieso ist jetzt hier gelb? Wieso ist jetzt hier gelb? Kann mir das mal jemand sagen? Wo ist denn hier gelb am Tisch? War jetzt hier noch irgendwo. Oh, da ist gelber Krümel. Ich habe gestern was mit. Na, sagt schnell. Das steht sogar hier noch. Mit Braschus gemacht. Da ist ein Krümel und schon. Ja, aber das ist es halt mit Braschus. Ne? So. Jetzt schneide ich das hier mal direkt ab. Zack. Und das Gelb ist auch nicht schlimm. Da kommt ja dann eh noch was drüber. Ich habe jetzt hier relativ dünne Pappe genommen. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Ich hätte eigentlich vielleicht doch dickere nehmen sollen. Also weißes Papier. Das ist, ich glaube, das ist 120er. Guck mal, das ist jetzt wie so ein Lappen irgendwie. Das gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Tja, YouTube Live, sag ich nur. Nee, also das gefällt mir nicht. Das heißt, ich werde die nächste. Aber ist ja nicht schlimm. Doch, doch die gleiche. Will ich zwei aufeinander kleben? Ne, passt nicht, aber das ist nicht schlimm. Kann man ja anschnallen und anpassen. Das heißt, dann ist das Ganze direkt dicker. Boah, wie ist die dünn. Hier hatte ich dickeres Papier. Guck mal, das ist ganz fest. Na gut, dann kleben wir das. Aber das mache ich jetzt nicht mit dem flüssigen Kleber, sondern das mache ich eben mit einem Oro-Stift. So. Da klebe ich jetzt auf nur eine Seite. Der scheint mir immer noch so dünn. Mein Gott, was habe ich denn da für Papier genommen? Das ist schon dickeres. Muss ich auch nochmal gucken. Egal, jetzt wird das genommen. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn das jetzt nicht so dick ist, weil habe ich da irgendwie eine Macke reingeschnitten. Jo.
soll ja auch in ein, das kommt in mein Altered Book, kommt das rein. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das nochmal neu mache. Nee, ich lasse das jetzt, oder? Nee, komm. Ich lasse es jetzt. So, andere Serviette. Da wollte ich ja als nächstes die hier nehmen. Und da hatte ich mir dann ehrlich gesagt, als ich das so aufeinander geklappt hatte, hatte ich mir dann diesen leicht grünen, der sieht ja auch echt scharf aus, muss ich ja sagen, gefällt mir sehr gut. Okay, die hatte ich hier auch schon angerissen. So, hatte ich denn die zweite Seite? Ist die schon weg? Nee, dafür ist das hier zu dick. Ja, okay, kann ich ja später machen. So. Und um das Ganze jetzt hier nicht so ganz so kompliziert zu machen, das passt ja so hin. Nehmen wir mal den, dann habe ich den Tisch hier auch nicht so voll, weil in Anbetracht der Tatsache, dass ich in meinem letzten Video so ein totales, in meinen Augen, in einem oder anderen Auge vielleicht auch von euch, ein totales Chaos hatte mit Suchen und boah, das hat mich so genervt. Da habe ich gedacht, nee, also ein bisschen Vorbereitung muss schon sein, dass man schon so eine gewisse Ahnung vorher hat, wo will ich denn hin, was will ich denn machen. Und das habe ich jetzt heute gemacht. So. Und zack. So, und das kommt dann, kann man dann noch, da habe ich glaube ich noch eine Serviette von hier. Ja. So, aber man merkt schon, das ist jetzt etwas dicker. Ja. Und jetzt reibe ich die. Ups, ups, nicht so viel. Carina, Wasser. So. Und was ich jetzt, habe ich den Lappen hier, ja. Was ich jetzt auch bewusst mache, ich mache das, ich hatte mir extra ein Papier hier hingelegt, aber das geht ja wohl dann auf der Glasplatte besser, weil ich hoffe mal, dass das da nicht so anklebt. Toll, das hast du da oben ran gelassen. Ablösen geht nicht mehr, ne? Kann ich das noch ziehen? Nö, du ziehst es noch ab. Das ist aber auch nicht schlimm, weil man kann ja da wieder was drauf packen. So, jetzt mache ich hier noch schnell das drauf. So. Ich muss dann leider jetzt, aber ich klebe da einfach mal drüber. Ich habe ja hier einen Rand. Genau. Aber ich denke mal, ich werde die kleben müssen, trocknen müssen. Weil mit dem flüssigen Kleber, das dauert einfach zu lange. Die Erfahrung, die ich hier gemacht habe, ist, dass man, wenn man da drüber klebt oder jetzt auch hier so ein bisschen die Luftblasen so ein bisschen wegdrücken will, dann muss man mit einem Pinsel, wenn du das mit einem Pinsel machst, kannst du das auch mit den Fingern machen. Aber ich hasse es, wenn ich Kleber an den Fingern habe, ich hasse es. Aber egal. Dann so zart da drauf gehen.
Was ist denn jetzt hier los? Spricht Alexa zu mir? Oder hat sie Klappe? Wo war ich jetzt? Also so zart mit dem Pinsel da drauf gehen, nicht wie auf ein rohes Ei, weil ein rohes Ei ist ja von außen relativ fest, sondern wie auf einem zarten Blütenblatt. Also, ich bin schon wieder nicht richtig im Bild. Ja, so, und dann mache ich das einfach da unten mal. Ne, steht auf meiner Seite. So, dann mache ich das hier unten mal ein bisschen ab. Und habe dann etwas, um das hier oben drauf zu kleben. So. Da ist jetzt auch noch genug Farbe an meinem Pinsel. Ach, das brauche ich dann umklappen. Ja, vielleicht solltest du da vorher doch noch ein bisschen. Ja, komm, ein bisschen Farbe müssen wir da noch haben. Ein klitzeklein Tröpfchen. So. Denk dran, so zart wie ein Blütenblatt. Ein Blütenblatt wäre auch sofort kaputt. Ja, das können wir jetzt hier auch ein bisschen rumklappen. Also das geht jetzt, ist jetzt relativ einfach. Ich könnte das jetzt noch, wer weiß wie, schichten, aber das brauchen wir ja nicht. Sondern ich will jetzt nur die weißen, ich will halt die weißen Flecken, die weißen Stellen, dass ich das Papier jetzt nicht direkt habe, dass ich das nicht sehe, möchte ich jetzt. Verdecken. So, hier ist das. Es guckt nicht das Papier durch, sondern da ist einfach eine helle Stelle. So, hier haben wir das jetzt auch beklebt. Ja, das reicht schon. Also ein bisschen Kleber, zack, drauf, fertig. So, jetzt schneide ich das aber auch direkt zu. Das ist auch schon in der Zwischenzeit ganz gut getrocknet, ohne Föhn. Also hat es auch ein gutes, dass es ein bisschen dünneres Papier ist. Übrigens, nachdem ich das hier alles abgeschnitten habe, wenn ich mit dem Video hier fertig bin, dann werde ich auch sehr gründlich die Schere reinigen. Was ich nämlich hier gerne Klebereste absetzen. Und wenn ihr die dann das nächste Mal benutzt, ich habe das nämlich mal nicht gemacht, weil ich einfach nicht dran gedacht habe. Ja, da hatte ich dann eine völlig verklebte Schere. Gut, ich habe jetzt mehr wie eine Schere, aber das muss ja nicht sein. So. So, jetzt habe ich hier, ja, das sieht doch schön aus. Ganz zart. Da kann man doch schöne Sachen drauf machen. So, welche Variante nehmen wir denn jetzt? Was ich hier auch noch habe, das ist ein Jugendstilmuster. Und das sieht ja wohl auch mega hammermäßig, also mega hammermäßig auch, egal. Also hammermäßig. Oh. So, ich mache jetzt hier doch ein bisschen Dreck. Oh ne, die muss ich noch aufheben. Tun wir schon ein bisschen auf Seite. Obwohl wir auch hier rumkleben. So. Und da seht ihr schon, da ist auch Kleber dran. Na ja, gut. So, dann hier nochmal zu dieser Serviette, die ich auch wunderschön finde.
Und das ist, wie gesagt, ein Jugendstilmuster. Das hat mich dann auch, das ist also so Elfenbeinfarben, dann ist das Silberfarben und natürlich Gold. Und das werden wir jetzt auch verkleben. So, aber bevor wir das verkleben, werde ich nämlich, jetzt habe ich hier natürlich die ganzen Papiere liegen, aber egal, das kriege ich schon hin. Hört ja mal auf. So, wir nehmen mal doch wieder große. Wie sieht das aus? Passen die zusammen? Das sieht doch gut aus. Jo. So, dann kleben wir die eben schnell zusammen. Na, komm her, Schätzchen. So. Ich gehe jetzt hier auch ein bisschen über den Rand. Sogar noch ein bisschen schieben. Ja. So, jetzt habe ich hier aber auch Kleber. Das heißt, ich hole mein Läppchen und mache das mal eben hier so ein bisschen nass. Ich habe hier immer so ein kleines Fläschchen mit Wasser stehen, auch beschriftet, damit ich weiß. Ich habe nämlich auch so kleine Fläschchen mit Spiritus. Der ist ja auch klar. Und ich muss ja hier nicht unbedingt Spiritus drauf sprühen. Ich meine, der steht natürlich jetzt auch nicht so häufig auf dem Tisch wie Wasser. Aber wenn er dann mal da steht. So, jetzt haben wir das hier wieder sauber. Trocken ist es auch. Und der Check, hier hatte ich auch schon vorbereitet. Weil so Fummeleien müssen ja nicht sein. Hatte ich ja letztens im Video auch. Oh Gott, da habe ich mich hinterher noch über mich selber geärgert, dass ich das nicht bedacht habe. Aber ich kann noch nicht an alles denken. Oder an einen. Wie war das mit dem Dativ? Und dem Genitiv? So, ich bin übrigens eher ein Mathe-Typ, als dass ich gut im Deutsch bin. Also ich kann meine Sprache sprechen, aber meine Muttersprache, aber ich kann auch besser. Ich war immer besser in Mathematik als in Deutsch. Tja, und am allerbesten war ich in Geschichte. Aber bitte. So, jetzt wieder Zap. Pinsel. Manchmal, jetzt so noch mal darauf zurückzukommen, auf die Hintergründe, dass ich mich da halt so schwer tue. Ich meine, mir mangelt es nicht an Ideen, aber dann habe ich manchmal so, da kommt mir das so vor, als hätte ich eine Blockade. Dass ich dann so denke, ja, was machst du jetzt? Na, irgendwie, ich habe zwischendurch so viele Ideen, beim Kochen, beim was weiß ich, habe ich Ideen und also was ich immer habe, ich habe immer einen Blog oder ein kleines Heft auf dem Tisch liegen
hier auf dem, neben meinem Rechner auch. Und wenn ich die Ideen habe, dass ich die sofort da reinschreibe. Weil schreibe ich sie nicht direkt rein, dann muss ich das leider gestehen, dass ich sie vergesse. Und zwar innerhalb von Sekunden. Und ich bin nicht senil. So. Aber das sieht aber auch schön aus, oder? Meine Güte. Da kann man auch irgendwas Schönes, Edles. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, aber da gibt es ja noch mehr. So. Ich schneide das mal direkt wieder ab. Und. Upsi. Das sieht toll aus, meine Güte. Wunderschön. So. Kommt auch in meine Schnippelkiste. Ich habe also spezielle Schnibbelkisten für Serviettenreste und aber wenn da hier so eine Macke, wenn man so eine Macke hier irgendwie reinreißt, dann kann man froh sein, wenn man sowas hat. So, den Pin machen wir jetzt erstmal drauf. Ich habe jetzt drei Stück. Ich wollte ja, ich mache noch mehr. Ich zeige euch die dann irgendwie mal. Ihr werdet die dann auch sehen im Video zu meinem Altered Book. So, das ist jetzt hier noch relativ feucht. Das lege ich jetzt erstmal auf Seite. Das lege ich auch erstmal auf Seite. Das ist zwar schon noch relativ trocken, aber das hier, würde ich sagen, kann ich schon verwenden. So, wir fangen jetzt mit der Seite an, die keine gelben Punkte hat. Und wie gesagt, ich habe mir dann so überlegt, ja, was klebst du denn da drauf? So. Das sollte, ach, hier schimmert doch schon was Blaues. So, das ist natürlich jetzt so, so groß. Was haben wir denn hier? Nee, das geht gar nicht. So, ich möchte da aber gerne auf den Text, möchte ich schon gerne im Mittelpunkt eine Frau haben, weil ich das einfach toll finde. Ach, guck mal hier, eine Meerjungfrau. Was haben wir denn hier? Oh. Na, hallo. Wisst ihr, da brauche ich gar nichts irgendwie drauf. Irgendwie mit Gesso arbeiten oder so. Da kann ich einfach, dann kommt sie mal weg. Wen nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme die. Ja. Ich schneide die jetzt relativ eng aus. Hier am Rand ist sowieso auch weiß. Aber den kleinen roten Rahmen, den lasse ich. Der ist ja auf der anderen Seite eh nicht da. So. Na, was sagt er denn jetzt? Der ist doch schon mal schick. Aber ich hätte ja gerne den Bogen hier noch drauf gehabt.
John. Dieser rote Bogen. Hier blitzt so eine rote Blume auf. Was ist denn? Wenn wir diese rote Blume, ist er zu unruhig? Soll ich doch was Weißes da drauf machen? Oder was ich auch machen könnte, ich könnte auch noch eine Serviette, eine weiße Seite. Da drüben ist das Blau nicht so stark. Soll ich das machen? Nö, kann nicht so sein. Ich kann das ja auch noch so ein bisschen. So. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das gefällt mir. Mit der Blume, mit der roten Blume da drauf. Oder ist er zu unruhig? Ne, komm, jetzt zerredet mich. Zerrede es nicht. Was habe ich denn hier noch mit Grünes? Ne, das passt ja nochmal gar nicht. Ein Schmetterling, ein Vögelchen. Jetzt habe ich mir schon so viel hier hingelegt. So, was? Können wir das überhaupt sehen? Haben wir überhaupt noch Licht? Ich habe so ein bisschen die Jalousie runter. Aber ich glaube, ich mache die mal hoch. Dann können wir das ein bisschen anders, ein bisschen besser sehen. So. Ja, aber ich möchte. Ist das hier zu blumig? Aber diese weiße Blume, diese schwarz-weiße Blume hier drauf. Na komm, das wird zu viel mit der rosa Blume, oder? Nee. Tu mal weg. Was haben wir denn hier? Mit sowas. Den da noch drauf. Sieht das denn aus? Kommt der überhaupt zur Geltung? Oder verschwindet der? Also das hätte ich mir jetzt nicht so schwer vorgestellt, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich ja doch etwas erstaunt, dass ich dann doch hier wieder ins Grübeln komme. Sowas dahinter. Nee, wisst ihr was? Ich mache das einfach. Weil ich muss das auch nicht zergrübeln. Und von dem Blauen soll ja auch ein bisschen was drauf sein. Und wenn ich das noch ein bisschen umrande und dann ein Schmetterling. Damit. Bitte mal weg. Tja, wenn wir jetzt miteinander reden könnten, ne, das wäre schon cool. Aber wenn ich das jetzt so nah sehe. Ich glaube, ich mache das. Was ich jetzt am Überlegen bin,
Doch, ich werde den Schmetterling nehmen, auf jeden Fall. Aber was ich gerade auch überlegt habe, soll ich das distressen? Ich glaube doch. Ich hatte erst gerade so überlegt, dass ich das nicht mache. Aber doch, ich mache das. Weil die Frau... Es hat auch irgendwie was, finde ich dann. Gibt dem Ganzen auch einen Touch. Und ich meine, die Frau, die ist ja... ...1920 oder 1890, irgendwie so in dem Schlag rum. Da sind eigentlich die meisten Frauen so, die ich so hab. Die rote Blume, die klebt hier bei dem Arm. So, das ist ja... Eigentlich kann ich die gar nicht distressen, oder? Geht das? So, jetzt kriegen wir wieder Späßchen, die hier abzukriegen. Aber damit halte ich mich dann jetzt auch nicht auf. Weil ich mir dann nämlich wieder ein Messer schnappe. Mein Skalpell. Und das hier unten einschneide. Ich glaube, ich muss da mal ein neues Messer dran packen. Geht gar nicht mehr. Ich glaube, das ist schon stumpf. Oh. Was haben wir denn hier? Haben wir hier so ein Eckchen? Ich fasse es nicht. Ich hab's. Da war halt schon eingeratscht, aber egal. So. Relativ hoch und mittig. Jawohl. Na guck, das sieht hübsch aus. So ist man das Kapell wieder weg. Nicht, dass ich mich noch verletze. So, dann die Frau. Was waren die Frauen zu der Zeit schön angezogen? Ich meine, das ist ja immer eine Sache der Mode und jetzt der Zeit und aber das hatte schon was und das mit der schwarz-weiß Blume hier finde ich auch toll, gefällt mir sehr sehr gut. Ja, so, hier machen wir jetzt auch noch ein bisschen am Rand. Hier so drauf ist, dann geht das leichter. So. Und doch hätte ich hierfür gerne jetzt ein Papier. Dann kann ich dann nämlich drüber gehen. Das immer nicht so feste drücken. Ich spreche ja nicht immer nur zur Kamera, sondern auch zu mir selber. So. Jetzt langsam lösen.
hatte ich ja dann hier diesen großen Schmetterling so quer. Dann sieht man nicht zu viel von der Blume, aber etwas sieht man noch. So, und wenn das übersteht, ist völlig egal. So, und wenn ich das Loch hier oben machen will, kann ich das noch so leicht nach vorne beugen. Den Flügel des Schmetterlings. So, und da war jetzt hier gerade noch, ach, ich habe hier noch was. Was hält er denn davon? Oh ne, der ist so groß. Das ist irgendwie doof. Soll ich denn da überhaupt noch was hinkleben? Also, meine Lieben, das kann ich ja immer noch. Also der Vogel ist mir zu groß. Und ansonsten mit diesem, das ist nur so leicht, auch hier so an den Seiten, so ein bisschen zu diesem roten Rahmen passt. Ja. So, und das ist jetzt mein erster Tag mit Serviette. Ja, cool. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön. So, das war der erste. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sieht das denn hier mit den anderen aus. Der ist immer noch so leicht feucht. Achso, hier übrigens zu der Seite. Die andere Seite könnte ich ja auch noch bekleben. Aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht klebe ich die auch so rein in mein Buch. Kann ich ja auch machen. Ja. Das überlege ich mir noch. So, jetzt haben wir das hier, diese Seite, diese schöne. Und da gucken wir auch mal. Da hatte ich hier noch so. Das ist leider zu groß, ne? Also, da kann ich ja nichts mehr. Da müsste ich ja, wer weiß wie. Der ist etwas kleiner. Mit dem Strohhut, das sieht ja auch schick aus. Warte, also das ist natürlich sehr edel, aber ist jetzt vom Druck her leider etwas sehr groß. Wenn ich das jetzt hier so drauf klebe, dann müsste ich doch relativ viel wegschneiden, oder? Mit dem Fräulein, mit diesem riesen Hut. Die. Also ich finde, die passt hier nicht so zu dem Untergrund. Am besten gefällt mir ja die Elsie, heißt die, glaube ich. Elsie. Ist eine englische Künstlerin. Habe ich letztens gesehen. So, ich werde die jetzt mal mit einem kleinen Rand ausschneiden. So. Und dann können wir nämlich sehen, die Rose kommt weg, der Kopf der Rose. So, und jetzt schauen wir mal. Na, ist einfach zu groß. Was ist denn, wenn ich das hier alles abschneide? Also seit ich Luise Heinzel kenne, ne,
werde ich immer, oder auch hier Susanne von Wollenblutart, die ist auch so völlig brutal, in Anführungsstrichelchen, ist jetzt Scherz, ne? Werde ich auch immer brutaler, selber Dinge entweder abzureißen oder abzuschneiden. Hätte ich früher nie gemacht, ne? Im Leben nicht. Nein, das geht doch nicht. Die ist so schön. Aber das Ergebnis ist dann noch schöner. Weil man dann nämlich noch andere Sachen mit drauf bringen kann. Komm, ab, weg, zack. Arm weg. Kann man ja so kleben? Ne, kann man nicht, Karin. Aber da kann man was drüber kleben. So, jetzt sieht das aber schon anders aus. Nehm die mal weg. Weil ich finde einfach, die passt einfach am besten zu dem Hintergrund. Diese das festliche Kleid, dieser festliche Hintergrund, also dieses Muster, Silbergold und nennen wir es Elfenbein. So, jetzt brauche ich noch ein Blümchen. Ein Blümchen. Was haben wir denn hier? Blümchen. Was haben wir? Nichts Gelbes, Blaues. Blaue Blumen gehen ja immer. Das sieht schon mal gut aus. Hier noch so Jugendstil. Ich die Hilfe drauf setze. Das hätte ich früher nicht gemacht. Niemals. Aber als ich damit angefangen habe, da haben wir dann hat mir das im Nachhinein, also die Ergebnisse, die ich damit erzielt habe, so gut gefallen. Dass ich das jetzt immer wieder mache. Und selbst wenn ich das jetzt hier nicht drauf setze, ja, selbst dann, finde ich es trotzdem klasse. So, das finde ich schon mal gut. Nee, das ist super. Nee, 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 nee. Ich möchte auch, dass der Untergrund ein bisschen noch erhalten bleibt, aber ich möchte auch gerne hier noch irgendwas haben. Der abgeschnittene Arm oder die abgeschnittenen Arme, das fällt gar nicht so auf. Das ist so. Ja, man muss auch ein bisschen über, also ich muss auch ein bisschen überlegen, ne?
wie ist es denn, wenn ich hier noch so einen Rand drauf klebe? Weiß mal ab. Guck mal nach, wie das dann aussieht. Aber ganz gerade ist nicht. Und auch diese, ich habe jetzt die Frau ausgeschnitten, also das LC. Und LC ist ja jetzt hier zwar glatt ausgeschnitten, aber wenn ich das jetzt hier so, machen wir mal ab. Was ist denn, wenn ich das da drunter klebe? So. Und was ist, wenn ich das da drauf klebe? Man muss sich aber schon darauf konzentrieren können. Jo. Sieht gut aus. Ja. Man muss nicht alles immer noch so zuballern bis zum letzten. Bei manchen Sachen finde ich das super klasse, gefällt mir das auch sehr gut. Aber es gibt dann auch Sachen, wo ich sage, jupp, gefällt mir. So, wo dann weniger drauf ist. Vollende bitte den Satz. So, da wir jetzt auch nur so wenig Stücke haben, weiß ich dann auch, wo ich geklebt habe. Jetzt kommt mein Klebezettel wieder. Boah, nicht so viel von dem Zeugs. So. Hintergrund. So, jetzt kommt sie da drauf und man sieht auch noch genug von der Serviette. So, und dann dieser, einfach diesen Fetzen Papier und dann diese Schmetterlinge rausgerissen. Jetzt auch einfach so. So. Was sagt er? Also ich finde es gut. Und die werde ich auch im Buch, in mein Buch reinkleben. Vielleicht lasse ich die auch, mache ich die als Tasche oder so, weiß ich noch nicht. Aber oh. Schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir schon zwei fertig, sehr unterschiedlich, aber toll. Und ich habe jetzt hier, nicht, dass er denkt, ich habe das vergessen, ich habe jetzt hier nicht distressed, so wie hier dieser Rahmen, aber ich werde wahrscheinlich noch, da bin ich mir aber noch nicht sicher, deshalb mache ich das jetzt auch nicht, hier mit dem schwarzen Stift lang gehen. Oder ich distresse noch, aber da ich mir jetzt hier so unsicher bin, ob ich das machen soll, werde ich das jetzt hier so nicht machen. So. Da haben wir jetzt hier wieder eine fertig. Jetzt gucken wir mal, wo ist die dritte. Ob die jetzt ein bisschen trocken ist. Ja, die ist immer noch leicht feucht, aber da gucken wir jetzt mal. So, und ich hatte mir ja hier dieses Grün ausgesucht. Und was sagt er denn hierzu? Das hat doch was, oder? Meine Güte. Das hat was. Ja. Die hatte ich auch schon aus die hatte ich schon so ausgeschnitten. Da hatte ich dann schon gedacht, so, oh, da muss auch irgendwas finden. So, und jetzt geht es dann darum, was zu finden, was wir da drumherum machen.
Ich habe jetzt hier noch was. Das ist aber noch nicht richtig ausgeschnitten. Das mache ich jetzt mal eben grob. Der ist auch auf Kopierpapier ausgedruckt. Das mache ich mit manchen Teilen auch, wo ich dann schon im Vorfeld weiß, die werde ich auf jeden Fall zerreißen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich die hier überhaupt dazu haben will. Wie sieht das denn aus, wenn ich das jetzt hier so mache? Gefällt mir das überhaupt? Das hat ja so einen kleinen grünen Touch. Gut, ne, das gefällt mir auch nicht. Aber hier, das, diese Lampe. Aber kommt die denn aufgrund des Hintergrunds überhaupt zur Geltung? Also das ist jetzt dann auch nicht so einfach. Ich habe natürlich jetzt hier auch noch, also die wäre schon nicht schlecht. Was ist denn hier mit? Also ich glaube, der Paris reiße ich mal weg. So. Und das auch. Weil dass der Eiffelturm in Paris steht, das weiß ja jeder. So, und hier so ein bisschen anreißen. So. Wie sieht das aus? Und wenn ich das so ganz hoch mache. So. Wie sieht das denn aus? Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Das gefällt mir. Wenn ich hier so was noch dran klebe. Ja. So, na komm. Ich. Und das dann so. Ich bin mir nicht sicher. Ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt hier so sitze und sage, oh, genau so muss ich es machen. Aber ich finde es schon nicht schlecht. Ich finde es schön. Ich finde es schön. Ich finde es schön. Wann ist denn? Ich habe so eine kleine blaue Blume, wenn ich den Rand abreiße. Zacki. Ich habe es hier immer mit blauer Blumen. Ich liebe blaue Blumen. So. Und das dann hier noch so. Mal gucken.
sondern noch so einen kleinen Klecks irgendwie. Wie sieht das aus? Ich hole euch mal ran. Ups. Was meint ihr? Ja, doch. Nicht, dass ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen, wie das in meinem Buch klebt. Und dann entweder als als Teil des Buches reingeklebt, oder es hat noch eine Funktion, indem ich es noch als Tasche verwende. Beide Versionen gefallen mir. Und werden dann zum Beispiel noch als Rahmen noch das Papier des Buches mit den noch, dass ich dann noch ein bisschen Schrift, dass man noch ein bisschen Schrift sehen kann, da kann ich mir das gut vorstellen. Und das heißt, ich werde das so machen. So, damit haben wir dann den dritten Tag auch fertig. So und so und so und so. Machen wir das mal. Zacki. Zack. Den haben wir jetzt ziemlich oben gehabt. Das kann ich jetzt mal eben so kleben und kann den dann noch hier so leicht drunter schieben, bevor ich es festmache. Sehr schön. Dann, die Reihenfolge hatte ich mir jetzt so hingelegt. Ihr könnt wieder nichts sehen. War echt ich wieder. Verzeih mir. So. Dann das Stück blaue Blume. Guckt hier so raus. Und mein Gott. Was habt ihr früher tolle Klamotten? Meine Großmutter hatte noch ich lasse sie jetzt ja auch hier drüber stehen, weil die kommt auch in mein älteres Buch, und ich sehe gerade, hier ist noch so ein weißer Fleck. So. Aber wie gesagt, meine Großmutter hatte noch einen Fächer aus Straußenfedern. Die ist ja auch in dieser Zeit geboren. Die ist 1899 ist meine Großmutter geboren. Und die ist natürlich schon tot. Also so alt ist sie dann doch nicht mehr geworden, leider. Aber sowas, so alte Sachen hatte die noch. Oh, meine Güte. Und mein Vater, ja. Mein Vater, ich war ja dann noch Kind, wir haben die dann, die hat in der Lutherstadt Wittenberg gelebt, meine Großmutter. Und da kommt mein Vater her, und er ist aber noch vor dem Mauerbau ist er umgezogen nach Westdeutschland, so hieß es damals. Und dann, als meine Großmutter dann älter wurde, sie hat dann allein, sie war Witwe dann, also mein Großvater ist schon relativ früh gestorben, und dann hat er gesagt, so, wir holen die jetzt zu uns. So, hat er ihr eine kleine Wohnung besorgt und weiter. Ja, und dann haben wir sie auf jeden Fall dort ausgezogen, sozusagen, also den Umzug organisiert. Und dann mussten natürlich die ganzen alten Sachen durchgeguckt werden. Und da war dann dieser Fächer dabei. Leute, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. 8 Jahre, 9 Jahre, ich weiß es nicht. Ich hatte da schon ein Faible für solche Sachen, und ich möchte den haben, ich möchte den haben, ich möchte den haben. Und der war ganz toll, der war in so einer roten Kiste, war der verpackt. Das war so wie Samt von außen, und drinnen war der Fächer mit Seidenpapier eingewickelt. Und da war nichts dran, das war tadellos, ne? Ja, aber mein Vater, der kannte da keinen Erbarmen. Für den war das Schund und weg.
Ja. Und da ist ja schöne Fächer unter anderem. Da gab es noch ganz andere Sachen. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Oder das geschweige, das hier zu erwähnen. Ja, war das alles weg. Ja, aber da machst du nichts als kleines Kind. Als Kind. Ja, er hat dann bestimmt und fertig. So, jetzt aber Schluss damit, weil gucken wir uns hier meine Werke mal an. Die drei Texte, also ich finde sie jetzt, wenn ich sie so anschaue, wunderschön, mir gefallen sie sehr gut. Auch wenn dann nur so ein Stück so da rausguckt und also, doch, gefällt mir. Sehr schön. So, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. So, dann sage ich mal einfach jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!